Ja, herzliches Hallo alle miteinander. Heute wollen wir euch ein Update geben zur manuellen Lymphdrainage, zur Heilmittelrichtlinienänderung zum 1.10. diesen Jahres. Und damit es dort ja keine Missverständnisse gibt und das Ganze mit der Blanko-Verordnung verwechselt wird, die zum 1.11. kommt, haben wir im VPT hier wieder ein schönes Video für euch. Mit mir, mein Name ist Manuela Pintarelli-Rauschenbach. Ich bin Bundesvorsitzende im VPT, selber auch Physiotherapeutin und weiß, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, so sich in neue Richtlinien reinzufuchsen. Mit uns dabei heute Christian Schneider, Geschäftsführer der Landesgruppe Nordwest und ebenso Referent für Kassenverhandlungen, heißt also er ist auch unter anderem mit mir bei den Verhandlungen mit dabei und hilft uns da, unsere Interessen zu vertreten. Und auch mein nächster Spezi, der Thoralf Bayer, nämlich der Geschäftsführer der Landesgruppe Mitte. Und das ist auch so ein bisschen mein wandelndes Lexikon, weil immer, wenn ich da Fragen habe zur Heilmittelrichtlinie, dann rufe ich den einfach an. Also ihr seht hier neben mir meine Experten und in diesem Falle wollen wir euch über die manuelle Lymphdrainage und über die Änderungen, die es jetzt zum 1.10. gibt, live und in Farbe informieren. Und dann legen wir mal los mit: Was ändert sich zum 1.10. und warum? Thoralf, du kannst uns doch bestimmt noch mal was dazu Ich sagen. glaube, das Entscheidende, danke, liebe Manuela. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir ab dem 1.10. zwei Arten von MLD-Verordnungen vor uns liegen haben werden. Wir werden einmal die klassische Verordnung, die wir kennen, vor uns liegen haben, wo die Ärztin, der Arzt die Therapiezeit festlegt. Kurzum, MLD 30, MLD 45 oder MLD 60. Und jetzt zusätzlich wird eine zweite Verordnungsart kommen, nämlich die MLD ohne Zeitangabe. Sofern also die Ärztin, der Arzt keine Entscheidung zur Therapiezeit treffen, natürlich ist es notwendig, dass die Angabe des Stadiums des Lymphödems bzw. des Stadiums des Lipödems in Form eines ICD-10 vorliegt, dürfen wir davon abhängig die Therapiezeit auf der Verordnung hinterlegen. Und das ist jetzt wichtig, dass wir wissen, beide Möglichkeiten zu haben, mit Zeitangabe und ohne Zeitangabe, entweder nach dem alten Prinzip oder jetzt nach dem neuen. Genau. Aber gibt auch ein paar Vorteile, wenn die Zeitangabe nicht draufsteht. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch noch mal zu, Bevor oder? der Christian, diese Frage noch beantwortet von dir, lieber Manuela, ist eins wichtig. Ihr lest das hier auch rot, befundabhängig. Das Ja. heißt also, Emanuela und der Benjamin Eid haben ja ein Video zum Thema Dokumentation gedreht und wir müssen es wieder sagen, die Dokumentation, dieser alte Spruch, wer schreibt, der bleibt, hat an Bedeutung nicht verloren, sondern wird immer wichtiger für uns. Wir müssen natürlich dokumentieren in unseren Unterlagen, wie wir zu der Zeitangabe dann entsprechend gekommen sind. Feuerfrei, Christian. Genau, ich wollte noch mal erläutern, warum haben wir jetzt eigentlich eine neue Richtlinie zum 1.10. Die alte Richtlinie, also bis 30.09., war sehr starr, ja, die ging nach Körperteilen. Und da war es so, dass zum Beispiel ein Körperteil gar nicht 45 Minuten behandelt werden konnte. Oder auch bei leichtgradigen Lymphödemen war es so, dass bei zwei Körperteilen eben 30 Minuten nicht möglich waren. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass dann eben auch die Verordnung geändert werden musste. Also wir hatten einen höheren administrativen Aufwand. Und man muss sagen, ja, dass die Lymphdrainage oder das Lipödem, die sind abhängig von externen Faktoren. Das heißt, wenn der Arzt die Verordnung ausstellt und sagt MLD 45 und die Patientin kommt eine Woche später zum Therapeuten, dann kann der Therapiebedarf anders aussehen durch eben ex externe Faktoren, witterungsbedingte Faktoren. Und das hat dann auch wieder zu einer Änderung der Verordnung geführt. Und deswegen hat man gesagt, nein, wir müssen hier die Richtlinie ändern und die auch flexibler gestalten und auch die Bürokratie abbauen, die dahinter steckt, gerade wenn es um postoperative chronische Patienten geht, dass wir da eben diesen Bürokratie den nicht auferlegen und die Verordnung zurück zum Arzt und die ändern, sondern jetzt haben wir durch MLD ohne Zeitangabe eine gewisse Flexibilisierung dann eben. Sehr gut. Ja, es gibt eine neue Systematik zur Einteilung der Zeitbedarfe. Und darum, Christian, übergebe ich dir nochmal das Wort, dass du vielleicht auch nochmal was zur Stadieneinteilung sagen kannst, beziehungsweise auch du, Thoralf, was sich da jetzt vielleicht auch verbessert für uns Therapeutinnen und Therapeuten, weil wir das ja jetzt individuell und auch tagesaktuell, Christian hat es schon angedeutet, entscheiden dürfen. Genau, also
Zukünftig ist es so, also vorher war es ja nach Körperteilen eingeteilt und jetzt ist es halt primär, geht es nach den Stadien, nach der Stadieneinteilung. Anhand der Stadieneinteilung, die in Form des ICD-10 geschlüsselt werden, erfolgt die Therapie und das heißt eben befundabhängig bezieht sich darauf, ja, wie viele Körperteile sind betroffen. Deswegen sind die Körperteile natürlich noch ein zweites Kriterium, was hier zu beachten ist, aber eben sekundär. Es geht erstmal darum, dass ein Stadium im ICD-10 verschlüsselt ist und das ist erstmal primär zu beachten und dann eben befundabhängig die Anzahl der Körperteile. Es muss nicht mehr vom Arzt draufgeschrieben werden, wie viele Körperteile betroffen sind, was natürlich dann auch für die Kompressionsbandagierung, das ist dann eben auch nicht mehr erforderlich, dass die Körperteile dort draufstehen. Das ändert natürlich nichts an der Abrechnung, aber es muss nicht mehr draufstehen vom Arzt die Körperteile. Und ja, man wollte diese Richtlinie, sage ich mal, durchlässiger, flexibler gestalten. Ich hatte es ja eben ausgeführt. Und dass man Patienten individuell tagesaktuell halt switchen kann. Sie können das hier zum Beispiel sehen, man kann sozusagen tagesaktuell, man hat vielleicht vorher eine MLD 30 und stellt dann eben fest beim nächsten Mal, nee, jetzt brauche ich eine MLD 45. Und man kann sozusagen zwischen den einzelnen Therapiezeiten wählen. Natürlich befundabhängig, aber zwischen den Stadien kannst du, also innerhalb der Stadien kannst du sozusagen dann eben die Zeiten 30, 45 oder 45 und 60 wechseln. Und das gilt sowohl für hoch als auch runter. Also nicht von 30 auf 45 Minuten, sondern auch, es kann auch sein, dass der Therapiebedarf halt wieder sinkt. Dann gehe ich wieder runter auf 30 Minuten. Genau. Und so kann ich halt switchen. Genau, Würde und ich gerne kann nochmal. bleiben, ne, Toralf, ich kann auch Richtig. bleiben und wir Richtig. gucken jetzt nochmal, wie das so praktisch geht, wenn wir uns hier an die Stadien beziehungsweise auch an die Körperteile halten, die nicht mehr angegeben werden müssen, Toralf, ist es dann in der praktischen Umsetzung für uns dann leichter? Ja, es ist leichter geworden. Also ich denke gerade an die Positionsnummer 10204 oder 20204, sprich die Kompressionsbandagierung. Früher musste das ja alles exakt vom Arzt angegeben werden. Ein Körperteil, zwei Körperteile und so weiter. Also wenn wir jetzt feststellen, es sind zwei Körperteile betroffen, dann gilt das ja auch für die Kompressionsbandagierung. Das macht es viel, viel einfacher. Oft sind die Kollegen dann zum Arzt, zur Ärztin zurückgegangen mit den Verordnungen, haben gesagt, ist das jetzt für ein Körperteil oder ist das jetzt für zwei und so weiter und so fort. Also viele von den Unklarheiten, die wir hatten, also gerade in Bezug auf die Mama-OPs, das fällt jetzt alles weg. Wenn das Stadium sauber definiert ist vom Arzt, dann wissen wir, dass wir eben hier zwei Körperteile therapieren können und die müssen eben vom Arzt nicht mehr auf der Verordnung entsprechend hinterlegt werden. Bei der MLD ohne Zeitangabe, bei der MLD mit Zeitangabe, Manuela, dort bleibt das so. Dort bleibt das alte starre System so, wo wir dann eben die entsprechenden Informationen vom Arzt, von der Ärztin vorfinden müssen auf der Verordnung. Genau, und der Arzt entscheidet, macht er mit Zeitangabe, dann muss er sich ans alte System halten, macht er ohne Zeitangabe, dann haben wir hier mehr Freiraum. Muss er aber dann darauf achten, im ICD-10-Code dann ein Stadium anzugeben, richtig? Richtig, perfekt. Also an sich ist das in den Softwareprodukten bei den Ärztinnen und Ärzten schon immer so hinterlegt. Und die hätten das auch gerne immer geschrieben, aber es wurde nicht verlangt von uns, weil wir eher gesagt haben, wir wollen eine andere Angabe, nämlich Extremitäten. Und dann haben die Ärzte gesagt, okay, dann schreibe ich das gegebenenfalls in das Freitextfeld und so weiter. Aber jetzt kommen wir, jetzt, wir stellen jetzt endlich, und das ist das Schöne bei der Neuregelung, die Dinge vom Kopf auf die Beine. Genau, Ja. Yeah. vielleicht sollte man noch ergänzen, also ich hatte es ja eingangs gesagt, warum wurde die Richtlinie geändert? Zwei Körperteile bei Stadium 1, 45 Minuten, das ist hier sozusagen der Ausnahmefall, der kurzfristig und vorübergehend gilt. Also da vielleicht nochmal explizit darauf hingewiesen, dass das natürlich nicht ein Dauerzustand sein kann, sondern eben kurzfristig, wobei das nicht genau festgelegt ist, sondern das ist medizinisch-therapeutisch natürlich abhängig, ob der Bedarf da ist oder nicht. Genau. Und wir schreiben ganz normal auf die Rückseite die Leistung MLD 30, 45 oder 60 mit Kompression. Kompressionsbandagierung. Ja, Richtig. genau. Und ihr Richtig. wisst auch, der Fragen- und Antwortenkatalog, ich möchte es gerne immer wieder sagen, vom 01.01.23, zum Muster 13 sagt eben, die erste Zeile muss ausgeschrieben werden und ab der zweiten Leistung kann dann eben der Gänsefuß verwendet werden oder das Jawohl. Wiederholungszeichen. Sehr gut.
Und der Wechsel muss auch nicht begründet werden in der Therapiezeit. Das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Also Manuela hat es ja schon gesagt, eben die geänderte Therapiezeit trage ich einfach im Maßnahmenfeld ein, und ich muss es nicht begründen. Das gibt die Richtlinie jetzt her. Das ist die Flexibilisierung, die wir haben. Richtig, nicht begründen, aber bitte in euren Unterlagen dokumentieren und laut BGB 630 mindestens 10 Jahre aufbewahren. Weil es kann natürlich sein, dass die Kasse Fragen stellt und wir die Fragen dann gut beantworten müssen. Genau. Ja, nochmal zu dieser ICD-10-Kodierung, weil die ist jetzt wichtig bei der MLD ohne Zeitangabe. Haben wir hier auch nochmal für euch was zusammengestellt, dass alle wissen, ja, welche ICD-10s müssen denn drauf, damit das Stadium verschlüsselt ist und dass ich anhand des Stadiums erkennen kann, wie viel Zeit ich brauche. Christian, vielleicht sagst du nochmal was zu dieser Genau, Tabelle. also dass die hier angegebenen ICD-10-Codes, die hat die KBV rausgegeben, und sozusagen, die sind in der Arzt-Software hinterlegt, und auch nur bei diesen ICD-10-Codes, ob nun alleinstehend oder eben auch zusätzlich geschlüsselt, also C50 und I89 oder eben die I89 alleine, die dann diese ICD-10-Codes verschlüsseln das Stadium. Und ohne diese ICD-10s ist keine MLD ohne Zeitangabe möglich. Wenn wir jetzt eine Verordnung bekommen, MLD ohne Zeitangabe, und da fehlt dieser Schlüssel, dann muss der Arzt sozusagen den Schlüssel nachtragen. Also die Verordnung muss zurück, und der Arzt trägt das eben nach, oder der Arzt trägt eine Zeitangabe nach. Dann sind wir aber aus der Flexibilisierung, sprich aus der MLD ohne Zeitangabe raus, sondern dann gibt der Arzt ja die Zeit vor. Und ja, wie gesagt, in den Richtlinien steht, dass der ICD-10-Code maßgeblich ist. Das heißt, ein Freitext von einem Arzt, wo vielleicht Stadium 2 steht, im ergänzend, das wird nicht funktionieren. Da sind wir sehr eng in der Richtlinie, dass das eben endstellig dann eben auch vom Arzt kodiert wird. Und es sind eben diese 24, 25 Diagnosen, und das befähigt sie dann eben, die MLD ohne Zeitangabe entsprechend auch anzunehmen. Genau, und Ja, vorher, um das nochmal zusammenzufassen, aus abrechnungstechnischer Sicht haben wir die herkömmlichen Verordnungen MLD 30, 45 oder 60. Dort brauchen wir eben die Körperteile vom Arzt angegeben, die Gliedmaßen und so weiter, Extremitäten. Haben wir die MLD ohne Zeitangabe, dort brauchen wir mindestens zwei ICD-10, nämlich ein ICD-10, der die Krankheit beschreibt und ein ICD-10, der eben das Stadium beschreibt. Das wird, ich denke, aus meiner Sicht sich sehr schnell umsetzen für die Ärztinnen und Ärzte, weil es an der Stelle tatsächlich auch wieder Vorgaben uns machen. Manuela hat das eingangs gesagt, MLD ohne Zeitangabe ist keine Blankoverordnung. Aber wir haben eben eine größere Flexibilität, das hat Christian gesagt, zwischen 30, 45, 45, 60 zu wechseln, je nachdem, wie der individuelle, ich sage jetzt auch mal so, Tagesbedarf sein soll. Und vor allem auch die richtige Zeit auszuwählen. Es gab es ja auch schon ab und zu, dass man einfach gesagt hat, tut uns leid, aber die Zeit ist einfach falsch. Meistens zu wenig, wenn ich dann für zwei Extremitäten oder am besten noch bei einer Mama CA eine MLD 30 machen sollte. Also das funktioniert ja schlecht, ne? Ja, Und deshalb ja. sind wir auch an dieser Stelle etwas freier und können das richtig aussuchen. Sagen wir es mal so. Diese Flexibilisierung geht ja auf die Gespräche, die wir mit den Kassen, mit dem GBA geführt haben, zurück, wo es die große Absetzungswelle einiger Kassen gab beim Thema MLD. Und das hat ihr festgestellt, so wie es Manuela gesagt hat, die 30 Minuten wurden für die Mama dann genommen, weil einfach der Arzt nicht beschreiben wollte, welche Körperteile, vielleicht der Oberarm, vielleicht der Hals damit betroffen sind. Das war dann wirklich sehr frustrierend für die Kolleginnen und Kollegen, die Leistung abgegeben haben, weil es nicht die Leistung, die abgegeben, abgerechnet werden durfte, die Spiegelbild dessen war, was aber als Leistung erbracht wurde. Und dieser Widerspruch, der wird aufgelöst. Genau, und dieses Problem haben die Kassen auch erkannt und haben dann auch im GBA das natürlich dann auch den Antrag gestützt, dass eben diese Willkür der Leistungskürzung gerade bei diesen chronischen postoperativen Patienten eben dann eben nicht so angewendet wird, und dass wir eben diese Flexibilisierung befundabhängig bekommen für die Lymphdrainage. Ja, wir haben natürlich noch ein, zwei Problemchen offen. Deshalb war die Überschrift auch, etwas vorsichtig zu sein und genau hinzuschauen. Wir haben hier noch
Ja, ein Sachstand, den wir noch ausverhandeln müssen. Und wir wollten uns jetzt auch nicht drängeln lassen und irgendwas abschließen, was ungünstig für unsere Therapeutinnen und Therapeuten sind, die die Lymphdrainage ausführen. Deshalb haben wir hier noch mal den aktuellen Sachstand hingestellt und möchten darauf hinweisen, dass es ja ein, zwei Ausnahmen gibt, wo wir jetzt zum Stand jetzt sagen müssen, das müssen wir noch ausverhandeln. Dort bitte noch Vorsicht walten lassen. Also als Ja. der Abrechnungsexperte würde ich an der Stelle sagen, es ist für uns wichtig, dass die Informationen, die aus dem Richtlinientext sich ergeben, die Anweisungen, die aus dem Heilmittelrichtlinientext sich ergeben, auch so entsprechend sich im Bundesrahmenvertrag wiederfinden. Wir wollen eine hundertprozentige Rechtssicherheit, weil wir als Berufsverband laufen nicht in das offene Messer rein, dass wir sagen, wir schließen etwas ab. Und behalten die Dinge dann nicht mehr im Auge und es sorgt bei Ihnen, bei euch, bei unseren Mitgliedern, bei den Kollegen zu Absetzungen. Also wir brauchen Rechtssicherheit. Das ist das, was Manuela jetzt sehr schön formuliert hat, als die Herausforderung, vor denen wir noch stehen, wo es da ein, zwei noch gibt. Wir werden auch da laufend mit den Kassen im Gespräch sein. Also das heißt nicht, dass heute am 2. Oktober die Gespräche enden. Nein, es gibt weitere Termine, wo Manuela und Christian dort mit den gesetzlichen Krankenkassen, mit dem GKV-Spitzenverband im Gespräch sind, weil wir teilweise Formulierungen haben in der Heilmittelrichtlinie, die so noch nicht eins zu eins in den Bundesrahmenvertrag übernommen wurden. Genau. Genau, und auch die Leistungsbeschreibung im Rahmenvertrag, vielleicht noch als Beispiel, die bildet noch nicht die neue Systematik ab und die stellt immer noch auf Körperteile ab. Und das muss natürlich auch überarbeitet werden, natürlich neben der Anlage 3, die Abrechnungsmodalitäten und betreffend der Verordnung dann eben auch sozusagen Festlegungen trifft. Aber auch die Leistungsbeschreibung muss eben entsprechend auch überarbeitet werden. Das ist wichtig. Also Genau. damit meint der Christian die Anlage 1, die Leistungsbeschreibung, die Anlage 3a, das ist ja die entsprechende, so wie wir es auch dargestellt haben, für die Prüfung der Heilmittelverordnung entsprechende Anlage. Das muss sich widerspiegeln. Und deswegen, wir haben ja die Anerkenntniserklärung Anlage 6 unterschrieben, dass zu den gültigen Bedingungen wir das alles umsetzen. Aber dann heißt es auch, dass die gültigen Bedingungen in dem Vertrag sich niederschlagen und uns auch übergeben werden. Genau. Und Christian, vielleicht kannst du noch mal kurz was zu den zwei Ausnahmen, die wir hier dargestellt haben, noch mal kurz was erläutern. Genau, wir hatten ja in der Pressemitteilung auf diese beiden Fälle hingewiesen, dass eben bei den Ausnahmefällen, also ich hatte ja eben dargestellt, MLD 45, zwei Körperteile im Stadium 1, da sind wir uns noch nicht mit den Kassen über die Kennzeichnung dieser Fälle einig. Und da besteht halt das Risiko, dass dann eben von 45 auf 30 Minuten gekürzt wird von den Kassen. Und da können wir unsere Praxen natürlich nicht reinlaufen lassen in dieses Kürzungsrisiko. Und von daher haben wir empfohlen halt, dass die Verordnung zurückgegeben wird zum Arzt, also MLD ohne Zeitangabe zurückgegeben wird und eine Zeitangabe eingefordert wird, um da eben auch Rechtssicherheit zu haben. Und der zweite Fall, wir hatten ja eben gesagt, dass das Stadium immer sozusagen alleine stehen kann als ICD-10-Code oder eben dazugeschlüsselt wird. So, und jetzt haben wir im Bereich des BVB, besonderen Verordnungsbedarf, gibt es vier Diagnosen. Wir haben die hier mal per Screenshot eingefügt, wo ich schon zwei ICD-10s brauche, um den besonderen Versorgungsbedarf darzustellen. Und dann bräuchte ich ja noch einen ICD-10-Code, um eben das Stadium zu verschlüsseln. Und ja, da ist auch noch ungeklärt, wo eben dieser dritte ICD-10-Code dann eben auch angegeben werden kann. Und da hatten wir dann auch eben empfohlen, da eben die Verordnung noch zum Arzt zurückzugeben und eine Zeitangabe anzufordern. Aber das betrifft nur diese vier diese vier Kombinationsmöglichkeiten. Ganz normal andere BVBs, die mit I-Diagnosen geschlüsselt sind, da kann ganz normal MLD ohne Zeitangabe auch erbracht werden. Also da ist ja, steht ja der I89er-Code sozusagen, wenn ich das jetzt immer so sagen darf, dann alleine und löst alleine schon ein BVB, einen besonderen Versorgungsbedarf aus. Und da kann natürlich die MLD ohne Zeitangabe unproblematisch auch erbracht werden. Also es gilt nur, wo eben der dritte ICD-10 noch dazu geschlüsselt werden muss. Genau, also bei diesen konkreten Beispielen, die wir hier als Screenshot eingefügt haben und bei dem ersten Beispiel, diese Ausnahmefälle MLD 45, die eigentlich 30 wäre, dort würden wir vor
oder würden wir empfehlen, erstmal nur mit Zeitangabe Rezepte anzunehmen. Wenn wir das ausverhandelt haben, können die dann auch mit in die MLD ohne Zeitangabe mit hinein und dann werden dann alle Diagnosen geklärt. Als der Abrechnungsexperte hier in unserer Runde weiß ich natürlich, dass diese Umsetzung auch mit den Abrechnungsdienstleistern und mit den Praxisverwaltungssoftware-Dienstleistern abgestimmt sein muss. Das heißt also, wir als Berufsverband sehen hier schon unsere Aufgabe, die großen Abrechnungszentren davon zu informieren, dass sie also nicht nur die ICD-10 erfassen, die dann eben in den davor gesehenen Feldern sich befinden, sondern wirklich das gesamte Verordnungsblatt entsprechend erfassen, scannen und dort hinterlegte ICD-10 mit einfließen lassen zur Erstellung des Datenträgers. Gleiches gilt aber auch für die Praxisverwaltungssoftwareprodukte. Die müssen auch in der Lage sein, einen dritten ICD-10 dann mit Übertragung entsprechend Paragraph 302 an die Datenannahmestelle für die Krankenkassen zu liefern. Das heißt also, hier ist auch noch ein bisschen Bedarf bei den Abrechnungsunternehmen beziehungsweise bei den Softwarehäusern. Aber hier können wir tatsächlich sagen, hier stehen wir auch mit entsprechenden Unternehmen in Verbindung. Sehr gut. Ja, und in diesem Sinne hoffen wir, konnten ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen und empfehlen natürlich auch immer, wendet euch an eure Landesgruppe, wendet euch gerne vertrauensvoll an den VPT. Hier sind sie alle nochmal aufgelistet und wenn Fragen sind, ansonsten unterstützt uns gerne die, die noch nicht Mitglied sind. Wir betreiben hier natürlich den Lobbyismus für die Therapeutinnen und Therapeuten, für die Masseure mit Bademeister und deshalb, je mehr Unterstützung wir bekommen, dann je mehr Power haben wir auch nach vorne und je mehr Power haben wir auch in den Verhandlungen mit GKV und Co. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich danke Thoralf und Christian für eure gute Darstellung hier bei den Beispielen und euch da draußen alles Gute und bis bald. Bis bald. Bis bald.